Manifestieren lernen. Ich zeige dir in 15 Minuten, wie du perfekt manifestieren kannst. Denn manifestieren lernen ist unglaublich einfach. Warum? Weil du es bereits kannst. Du weißt es vielleicht nicht, aber du manifestierst bereits perfekt. Und alles in deiner Umgebung hast du auf perfekte Weise erschaffen. Manifestieren tun wir nämlich nicht nur seit heute und gestern oder seit 10 Jahren, sondern schon seit Jahrtausenden. Manifestieren ist etwas, was uns Menschen ein ganz natürlicher Prozess ist. Und deswegen tun wir es dauernd. Und wenn wir aber wissen, auf welche Weise wir manifestieren, auf welche Weise wir in unserem Umfeld etwas entstehen lassen, dann könnten wir doch bitteschön unser Umfeld so gestalten, wie es uns gefällt. Denn ich nehme an, ganz vieles davon, was gerade in deinem Umfeld passiert, ist eher so, wo du sagst, naja, das glaube ich nicht, dass ich das so gewollt habe. Ob du das willentlich, bewusst gewollt hast, ja, das kann sein, dass du das vielleicht nicht so gewollt hast. Aber unbewusst hast du all das erschaffen. Warum? Also, wie funktioniert Manifestieren? Alles beginnt mit dem Gedanken. Wir denken etwas. Und wenn wir denken, man weiß, jeder Gedanke ist pure Energie, diesen Gedanken senden wir an unser Gehirn, an unsere DNA und an unsere Außenwelt. Unser Gehirn fängt unseren Gedanken auf und es entstehen Gefühle. Also Gedanken und Gefühle sind immer gepaart. Klar, das kennst du. Es hat immer einen sehr klaren Zusammenhang. Wenn du zum Beispiel denkst, oh, wie schön ist das denn, die Sonne scheint und heute ist Sonntag, ich habe frei, hast du ein angenehmes Gefühl. Wenn du denkst, oh, jetzt regnet es schon wieder und morgen ist Montag, dann muss ich arbeiten, hast du ein unangenehmes Gefühl. Jeder Gedanke erzeugt also auch Gefühle, Emotionen. Und gleichzeitig senden wir auch unsere Gedanken direkt an unsere DNA. Und man weiß inzwischen, dass unsere DNA innerhalb von Millisekunden darauf reagiert. Und wenn wir mal überlegen, was unsere DNA alles macht, ja klar, die erschafft alles hier so, ne, die ganzen Bausteine. Und man weiß, dass wir mit unseren Gedanken tatsächlich unsere DNA ein- und ausschalten können, über sogenannte Ein- und Ausschalte, die oberhalb von jeder Zelle liegen. Also wir können tatsächlich unsere DNA zwar nicht verändern, ihren Eiweißbaustein, aber wir verändern sozusagen das Auslesesystem unserer DNA, indem wir einfach gewisse Zellen ein- und ausschalten können. So, auch das tun wir mit Gedanken. Und wir behalten unsere Gedanken nicht nur für uns, sondern wir senden sie aus. Und jeder, der in Harmonie, in Resonanz mit unseren Gedanken steht, kann diesen Gedanken auffangen. Das tut er natürlich auch, nur unbewusst. Also es ist nicht so, dass er plötzlich merkt, ah, Petra irgendwo in Deutschland, die hat diesen Gedanken, prima, dann schreibe ich dir mal. Sondern das passiert komplett unbewusst. Also dann kann es sein, dass der plötzlich auch so einen Gedanken hat und dann denkt er, oh, das habe ich gerade selber gedacht. Aber vielleicht ist dieser Gedanke nur entstanden, weil sozusagen da eine Wellenlänge harmonierte und ganz oft haben wir solche Gedanken und dann rufen wir jemanden an und dann sagt er, Mensch, ich habe gerade an dich gedacht. Und dann denken wir aber nicht, ach so, ich habe seinen Gedanken aufgefangen, sondern nee, ich habe gerade überlegt, es war doch mein Gedanke. Also wir senden und wir empfangen auch. Und alles, was wir senden, wer damit in Harmonie steht, fängt diesen Gedanken auf. Und er kann darauf reagieren. Was natürlich super ist. Oder auch nicht. Je nachdem, was wir denken. Und natürlich umgekehrt auch, wenn andere Menschen um uns herum Dinge denken, übrigens müssen die gar nicht nah sein. Man weiß inzwischen, dass die Gedanken, diese feinstoffliche Energie unserer Gedanken weit in das Feld hinausgeht und eigentlich unbegrenzt weit. Also es kann auch auf der anderen Seite der Erde sein, dass dein Gedanke, wenn der dort aufgefangen wird, tatsächlich, also mit jemandem resoniert, dass dann dort eine Entwicklung geschieht. So, auch jeder andere, der also denkt und du vielleicht sehr empfänglich für diesen Gedanken bist, also in Resonanz mit diesem Gedanken stehst, dann kann es sein, dass du plötzlich einen ähnlichen Gedanken hast, der in dir hochkommt. Da weißt du nicht, dass du was aufgefangen hast, sondern du glaubst eher, sein eigener Gedanke und eine eigene Emotion entsteht. Und dann kommt vielleicht ein Impuls und du denkst mir, ah, ich gehe doch mal auf diese Party, das ist ganz schön. Und dann kann es sein, dass du da einen Menschen triffst und dann weiß keiner, wer hat denn jetzt was gedacht, wer hat denn was zuerst gedacht. Beide haben gedacht, oh, ich gehe mal auf diese Party, vielleicht treffe ich da jemanden, den ich dann vielleicht
richtig gern mag. So, also so funktioniert das mit Gedanken. Jetzt aber überlegen wir doch mal, wie das ist denn mit unseren Gedanken. Also wir denken mal in diese Richtung und mal dahin und mal dahin. Also wir haben dauernd verschiedene Gedanken. Und wenn es natürlich ein kurzfristiger Gedanke ist, denke mal ganz schnell so und dann über eine ganz andere Richtung, ja, dann geht die Energie raus und dann denken wir nicht mehr dran und dann verschwindet diese Energie wieder. Und sie sozusagen hat keinen Bestand mehr. Und wir wissen ja, wie schnell und wandelhaft unsere Gedanken sind. Also können wir uns mal überlegen, wie viel wir ständig aussenden, aber auch gleich wieder abschneiden. Also ein kurzfristiger Gedanke, den wir einfach nur mal so schnell denken, hat keine starke Wirkung. Weil der wird ausgesandt, aber er verpufft gleich wieder. Nun, wenn wir natürlich jetzt länger anhaltend immer wieder etwas Ähnliches, Gleiches denken, dann entsteht daraus eine Meinung und dann daraus eine Überzeugung. Überzeugungen sind natürlich fabelhaft und auch weniger wundervoll, je nachdem, was wir gerne erzielen wollen. Eine Überzeugung entsteht deswegen, weil unser Gehirn eigentlich faul ist. Unser Gehirn möchte ja nicht viel arbeiten, sondern er möchte ja immer wieder absolut top da sein, wenn er gefordert wird. Also wird er ganz viele Dinge in Routinen verwandeln, also Automatismen entwickeln. Viele Automatismen, die wir haben, sind natürlich für uns wundervoll. Also wenn wir Auto fahren, denken wir nicht darüber nach, dass wir schalten müssen und die Ampel und das geht alles automatisch. Und wenn wir Fahrrad fahren, dann geht das auch automatisch. Wir wissen, wie wir Gleichgewicht halten sollen. Da denken wir nicht darüber nach, jetzt muss ich da nach dem einen Muskel da. Wir haben das antrainiert. Wir haben das immer und immer und immer wieder gemacht. Und irgendwann mal hat unser Gehirn gelernt, wie Fahrradfahren geht. Und das wird automatisch. Wir steigen aufs Fahrrad, können Musik hören, denken nicht mehr darüber nach. Also da wurden Routinen und Automatismen vom Gehirn eingeführt, sodass wir tatsächlich da keine Gehirnarbeit mehr leisten müssen. Bei Überzeugungen ist es ganz ähnlich. Wenn wir immer und immer wieder Ähnliches denken, dann wird das auch zu einem Automatismus in unserem Gehirn. Und unser Gehirn hat auf diese Weise gelernt, hier wird also gewünscht, dass immer wieder etwas Ähnliches gedacht wird. Hier wird also gewünscht, dass wir immer wieder etwas Ähnliches in die Welt hinaus senden. So, und wenn du nun Überzeugungen hast, wie zum Beispiel, ich bin ein wundervoller Mensch, ich bin liebenswert, ich bin klasse, ich bin einmalig, mein Vorhaben wird ein großer Erfolg, dann wird daraus auch, wenn wir das immer und immer wieder denken, eine Überzeugung. Wir glauben uns irgendwann, das wird ein Erfolg. Und dann sendet unser Gehirn dies beständig nach draußen. Also auch wenn wir nicht denken, wenn wir schlafen, wenn wir nichts tun. Unsere Überzeugungen ist das, was unbewusst ausgesandt wird. Aber die Überzeugungen entstehen nicht einfach von selbst, sondern wir haben immer wieder in eine ähnliche Richtung hineingedacht, bis wir zu dieser Person wurden. Also unsere Überzeugung senden wir ja nicht nur nach außen, sondern auch nach uns, nach innen, also zu uns selbst. Das heißt, wir, wenn wir einmal eine Überzeugung erlangt haben, wir holen die Überzeugung auch zu uns und diese Überzeugung stärkt uns. Wir sind davon überzeugt, das wird wundervoll, ich werde erfolgreich sein. Also wir einmal heben wir uns, wir wachsen immer mehr dort hinein, gleichzeitig senden wir das aus. Und wer nun ebenfalls glaubt, oh, ich bräuchte mal jemanden, der Erfolg hat in dieser Richtung, ich suche nämlich gerade jemanden, der dort in dem Bereich sehr gut ist, dann kann es sein, dass es sein Gedanke ist, dass ihr darüber überlegt, ah, da könnte ich mal doch dort nachschauen oder dort nachschlagen oder ich frage mal jemanden und der kennt denn jemanden und plötzlich hast du einen Kunden gewonnen, der kommt zu dir. Wieso kommt der zu dir und nicht woanders hin? Ja, unsere Überzeugungen, das, was ich tue, ist außergewöhnlich gut und ist sehr hilfreich, kann jemand auffangen. Und der unbewusst, immer unbewusst, der weiß nicht, dass du das ausgesandt hast. Du sendest ja auch nicht aus, ich möchte, dass Hans-Peter mein Kunde wird. Das funktioniert ja nicht so, weil jeder hat seinen eigenen Willen. Aber derjenige, der mit deiner Energie, mit deiner Frequenz resoniert, der empfängt das und der überlegt, in welche Richtung könnte ich gehen und findet Pfade und Wege zu dir. So. Und wenn wir natürlich jetzt Dinge über Überzeugungen haben, an, wo wir vielleicht irgendwie die nicht so glücklich sind, ich bin ein Versager, ich bin ein Loser, alle anderen haben die schöneren Partner als ich, ich werde nie Geld haben, oh, wie soll ich das nur überstehen? Also wenn wir all sowas denken. Ja? Wer hört mir schon zu? Ich habe ja nichts zu sagen. So. Dann wird das auch eine Überzeugung, wenn wir das immer und immer wieder denken.
dann diese Überzeugung läuft auch unbewusst ab, ständig. Einmal zu uns selbst, das heißt, unsere eigene Überzeugung überzeugt uns immer und immer wieder. Und wir gehen immer tiefer in das Loch, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager und gleichzeitig senden wir das aus. Und auch da draußen, natürlich, dieses Überzeugungsfeld, dieses Resonanzfeld wird von Menschen aufgefangen, die mit deinem Gedanken resonieren, die also vielleicht sich überlegen, ja, ich bin ja eigentlich auch nichts, aber ich brauche jemanden, um mich aufzuwerten. Und plötzlich kommt jemand in dein Leben, der dir bestätigt, was für ein Loser du bist. Der immer wieder Situationen herbeiruft, dass du ein Loser wirst. Du siehst, manifestieren tun wir ständig anhand unserer Überzeugungen und natürlich anhand unserer Emotionen. Die Emotionen sind dazu noch ein ganz starker Träger von unseren Gedanken. Die verstärken unsere Gedanken, senden unsere Gedanken also mit einem unglaublichen Tempo raus. So, und deswegen überlege dir einfach mal, was hast du denn für Überzeugungen? Also, was glaubst du über dich? Und dann überprüf mal in der Außenwelt, wirst du in der Außenwelt bestätigt? Zeigt die Außenwelt dir, ja, genau, du bist ein Loser oder ja, du bist erfolgreich, ja, du bist liebenswert. Unsere Außenwelt wird uns immer bestätigen in dem, was wir tun. Deswegen sagt man ja auch gerne, das Universum sagt immer ja, ich bin ein Verlierer, ja, du bist ein Gewinner, ja, ich schaffe das, ja, ich schaffe das nicht, ja. Also das Umfeld, klar, wir suchen aus den Millionen von Möglichkeiten, die es da draußen gibt, suchen wir eben das aus, was zu unserer Überzeugung passt. Wir werden also immer bestätigt. Wenn du dir mal Google anschaust, das macht nichts anderes. Das findet heraus, wonach suchst du eigentlich, was möchtest du gerne immer an Informationswissen haben. Und deswegen bekommst du von Google ganz andere Sachen vorgeschlagen als jemand anderer. Die Algorithmen sorgen dafür, dass es, also Google lernt auf diese Weise, ah, du möchtest gerne diese Informationen haben, dann bedienen wir dich damit. Und wenn jemand anderer was anderes möchte, dann bedienen wir ihn damit. Das heißt, in unserer realen Welt passiert nichts anderes. Du denkst immer in diese Richtung, ah, das möchtest du also gerne verstärkt angeboten bekommen haben, bekommst du. Denkst du in eine andere Richtung, ah, das möchtest du angeboten bekommen, bekommst du das. Also überprüf mal ein bisschen, was sind deine Überzeugungen? Vielleicht machst du dir eine kleine Liste und schreibst dir mal auf, was du so überzeugt bist. Und da musst du nur überlegen, was denkst du über dich? Ich bin. Und dann machst du Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin erfolgreich. Ich bin nicht erfolgreich. Ich bin großartig. Ich bin nicht großartig. Ich bin ein Versager. Die Welt steht mir offen. Es ist schön, auf der Welt zu sein. Oder wer mag mich schon? Eigentlich bin ich klein und niemand hört auf mich. Und ich werde meine Berufung nie finden. Oder ich stehe in meiner Mitte. Ich bin kraftvoll und stark. Also, was sind deine Überzeugungen? Und wenn du mal dann deine Überzeugungen aufgeschrieben hast, dann schau doch einfach mal ein bisschen, sind da mehr Überzeugungen dabei, die dich bremsen, die dein Leben also nicht wundervoll gestalten lassen? Oder sind da mehr Überzeugungen, die sagen, ja. So. Und dementsprechend, wenn du mal schaust, deine Überzeugungen anschaust und du merkst, oh, die bremsen mich aber sehr, dann überleg doch mal, okay, wenn diese dich so bremsen, welche von diesen Überzeugungen könntest du vielleicht loslassen? Und wenn du merkst, oh, das ist aber gar nicht so einfach, dann schau dir mal die Überzeugungen an, die dich unterstützen. Und dann nimm dir diese Überzeugungen, bitte schön, die eine davon raus, wo du sagst, die ist am leichtesten, dass ich der Kraft gebe. Und dann denkst du bitte schön eine Weile immer nur in diese Richtung hinein. Gibst diesen Moment immer mehr Kraft, Energie, Zeit. Such dir Affirmationen, die dich in diese Richtung schieben. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass du dein Leben beeinflussen kannst, in dem, was du denkst, was du immer und immer wieder denkst. Und dann nach kurzer Zeit werden daraus Überzeugungen entstehen. Überzeugungen helfen dir dann unbewusst dein Leben tatsächlich zu manifestieren in eine Richtung, die du dir wünschst. Und das Großartige ist, dass alle anderen negativen Emotionen und negativen Überzeugungen immer mehr nachlassen werden. Also, wir manifestieren immer. Die Frage ist nur, was möchtest du manifestieren? Wovon bist du überzeugt? Was denkst du über dich? Was denkst du über das Leben?
Du wirst immer bestätigt werden. So, 15 Minuten. Super. Also, du hast gesehen, manifestieren geht leicht. Ich werde auch in den nächsten Folgen dir ein bisschen erzählen, wie das denn eigentlich so ist mit den Emotionen, weil die haben einen ganz starken Einfluss auf unsere Gedanken. Also sollte es ganz gut sein, dass wir mal unsere Emotionen auch ein bisschen anschauen. Wie können wir die beeinflussen? Und dann wollen wir uns noch mal ein bisschen anschauen, wie kann ich denn mein Manifestationsprogramm, wie kann ich das denn ein bisschen besser schärfen? Und wie kann ich das zielorientierter machen? Und wie kann ich da eine Beständigkeit aufbauen? Das wollen wir uns auch mal dann in den nächsten Folgen anschauen. Falls dieses Video für dich hilfreich war, dann bitte teile es doch, damit alle anderen in diesem Leben auch manifestieren können. Ich sage ja immer, wir sind ein großes Wir. Das Zeitalter des Ichs ist vorbei. Ich alleine ist vorbei. Du alleine ist vorbei. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir helfen uns gegenseitig. Wir fördern uns und wir bauen an einer schöneren, besseren, großartigeren Welt. Und das können wir, indem wir tatsächlich unser Leben glücklich gestalten. Dann können wir nämlich alle anderen an unserem Glück teilhaben lassen. Und deswegen teile dieses Video und lass andere Menschen auch ihren Weg, ihren Leben, ihr Leben manifestieren. Und gib mir einen Daumen nach oben und schreib ganz kräftig hier in die Kommentare rein. Und wenn du magst, abonniere diesen Kanal, dann belohnst du mich. So, in diesem Sinne, ich freue mich darauf, was du jetzt alles manifestieren wirst. Ich hoffe das Beste und ich hoffe natürlich auch das Glücklichste und Beseelteste für dich. Denn du weißt, und das sage ich immer im vollsten Herzen, wir haben es nur ganz oft vergessen, du bist wundervoll. Und deswegen kannst du jetzt eine wundervolle Welt für dich erschaffen. In diesem Sinne. Alles Liebe. Dein Pierre.